Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind bei der Firma Lackwelt in Irxleben. Hier werden jetzt gerade die ersten Vorbereitungen getroffen. Dann geht es nämlich auch direkt gleich ans Füllern. Also er wird es gleich noch mal ganz in Ruhe selber erzählen, aber hier wurde echt ein bisschen gepusht, also bevor der Wagen hierher gekommen ist. Das heißt, hier war richtig, richtig viel zu tun, aber Wagen sieht krass aus, wirklich, wirklich geil. Erzähl mal, was war denn das für eine Katastrophe mit dem Auto? Ja, die Folie hat sich gelöst in diesen Nähten. Das war das Anfangsproblem. Und das nächste Problem war, die Folie ging halt nicht komplett ab. Ja, die Lackierer vor uns. Die haben da praktisch versucht, das runterzuschleifen, die Reste. Aber wie ich das auch schon bemerkt habe, lässt die Folie sich absolut nicht schleifen. Ja, und so ist dann das alles zustande gekommen, was wir jetzt ausgebessert haben, wie man hier sieht. Die Kanten waren verschwunden und die Flächen waren nicht mehr flächig. Und das war so ein schönes Auto. Und dann wollten wir den wieder aufleben lassen und haben es halt alles nachgebaut. Mhm. Und gucken wir uns gleich an, wie es aussieht. Ich habe es auch noch gesehen, ich bin auch richtig gespannt drauf. Wie viele Stunden hast du jetzt nur in die Vorarbeit gesteckt ungefähr? Also nur das, was man jetzt hier sieht, mit der Stoßstange hinten, mit rausmachen, neu abdichten, spachteln, schleifen, 120, 130 Stunden. Ja, nur damit ihr das mal in Relation sieht, man sieht das jetzt so, also ich als Laie, ich sehe das nicht, ne? Für mich ist das ein bisschen geschliffen, aber ja, das ist halt schon enorme Arbeit, die dahinter steckt. Da bis hierhin auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Mühe. Wir haben oft telefoniert, um irgendwelche Fragen zu beantworten, Lösungen zu finden, weil es halt leider wirklich schon katastrophal ist. Ne? Das war ein starkes Stück, ja. Gänge, kriegen wir ein bisschen was rausgefeilt. Dass er wieder schön wird, ja, für dich. Rein theoretisch sollte er ja in Essen stehen. Aber wir sind halt ein bisschen terminlich hinterher, aber es tut mir leid. Aber wegen der Krankheit, das ging halt nicht. Das dauert hier nicht so lange, weil die Jungs keinen Bock haben, sondern weil sich wirklich nur eine einzige Person darum kümmert. War kurzzeitig gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und das ist halt immer noch ein Gegenstand, ne? Auch wenn es ein cooles Auto ist, trotzdem Gegenstand. Gesundheit geht immer vor. Deswegen, falls so da die Fragen aufkommen sollten, das passt schon so. Genau, wir haben jetzt du hast jetzt den Füller drauf gemacht. Was genau macht der Füller eigentlich? Ja, der Füller ist zum Beispiel zum Unebenheiten, Schleifriefen. Weil, wenn man eine Vorarbeit macht, schleift man ja mit einem gröberen Schleifmittel. Ja? Und die füllt dann der Füller. So ist eigentlich der Werdegang vom Füller. Okay. Ja. Der wird dann fein geschliffen und darauf wird dann lackiert. Und dass der jetzt grau ist, der Füller, liegt aber nicht an der Farbe, für die wir uns entschieden haben im Endeffekt, sondern, oder doch? Doch? Doch, natürlich. Also Füller ist auch maßgeblich mit daran schuld, wie am Ende die Farbe aussieht. Ja? Wenn zum Beispiel ein rotes Auto mit zwei roten Türen und in der Mitte wird das einfach nur weiß lackiert. Weiß grundiert und mal lackiert, dann werden immer die zwei angrenzenden Türen dunkler sein wie das helle Teil. Ja. Also der Füller gibt dann schon auch ein bisschen den Farbton, die Kraft. Mhm. Ja, und natürlich, wenn man ein graues Auto oder wenn man eine graue Farbe verarbeiten möchte, versucht man schon die Füllerfarbe in dem Ton nächstmöglich an der Farbe zu treffen. Okay, ja, dann ist es somit öffentlich, der Wagen wird wieder kreidegrau, selbstverständlich. Genau. Wie kann es anders sein? Bist du so mit dem ersten Gang zufrieden? Ja, die Abränderungen, die sind, glaube ich, normal, weil halt da mehrere Schichten drauf sind. Wir haben auch gleich hinten nochmal an den Türen schauen. Ja, der erste Gang, der
Was war deine Befürchtung? Oder was, womit hättest du rechnen können? Dass manche Nähte oder manche Sachen, wo jetzt auch gerade hier unten mit diesen Kanten. Ja, da sieht man jetzt so kleine Löcher, die sind wahrscheinlich vom Spachtel noch ein bisschen. Die werden jetzt bei dem zweiten Gang gleich verschwinden. Aber auch wie die endgültige Linienführung bei so einem Auto, durch diese ganzen Flecken von dem Spachtel, hat man ja optisch dieses Gesamtbild nicht. Ja. Und jetzt sieht man eigentlich zum ersten Mal, wie das dann auch wirklich am Ende aussieht. Und dass da hier wieder eine Kante da ist, die vorher nicht war. Oder hier, oder hier, oder hier. Die genau. Kanten waren ja alle weg. Genau, da hast du nämlich, die waren nämlich, wenn es eigentlich eine runde, nee, eine eckige Kante war, dann haben die das rund geschliffen oder umgekehrt, ne? Stellenweise, teilweise, also eckig, rund, also. Genau, und das hast du dann echt wieder mit mühevoller Handarbeit gerade gebogen quasi. Genau, das haben wir gerade gebogen. Nimm den kurz hoch, mach die Schalter rechts und links. Lass den dann wieder runter und mach weiter. Zweite Schicht drauf. Oh, mit Kamera. Mit Kamera, genau. Zeig mal. Siehst du hier? Da, wo eigentlich keine Naht ist, ja, sieht das trotzdem komisch aus. Und darum mehr verloren. Und dann geht das hoffentlich weg. Ja, wir verschleifen das. Ich schaue dann, wie das Schleifbild aussieht. Mhm. Wenn das natürlich nicht ist, dann müssen wir es nochmal öffnen und nochmal richtig reingucken, was da los ist. Weil da einfach nur was drüber zu machen, da wären wir so wie die anderen. Das ist nicht unser Anspruch, sage ich jetzt mal, für alle bei uns hier in der Firma. So. Wir schauen da schon, dass von Kunden immer das Beste rauskommt und dass unsere Arbeit so lange wie möglich hält. Weil es bringt nichts, so eine, ich sage jetzt mal, Volksmund-Verkaufslackierung zu machen. Ja. Das ist nicht unser Anspruch. Ich denke mal, das wissen unsere Kunden. 100%ig. Genau. Aber also das heißt, du würdest dann das wieder aufschneiden, sage ich mal, und dann, also genau. Im Worst Case? Ja, im Worst Case wäre dann wirklich nochmal alles raus. Zumindest da hinten die Stellen. Ja. Genau. Krass. Und jetzt schauen wir erstmal, was passiert und nach dem Trocknen, wie es dann auch aussieht, weil jeder kennt das, wie sich so ein Dichtnaht verhalten kann im Trockner. Gut, wir heizen nicht so warm, aber trotzdem sind ja immer noch. Wenn ich das so sehe, ist ja irgendwo ein Lufteinschluss. Luft dehnt sich aus, wenn es warm wird. Ja, darum hat man auch manchmal an Sachen, die nicht ordentlich lackiert sind, solche Lackabplatzer, weil irgendwo die Festigkeit untereinander, diese Additionskräfte, nicht richtig wirken. Und dadurch ist halt ein kleines Luftpolster und es dehnt sich dann aus und dann schon passiert. Und dann wird es halt größer und mehr. Genau. Ja. Ja. Na dann, machen wir noch mal eine Schicht. Und was sagst du? Es wird tatsächlich wieder ein Auto. Es sieht jetzt schon geil aus. Bist du denn zufrieden? Ja, natürlich. Nach der Arbeit, die jetzt da drin steckt, das ist mal so zu sehen, wie es jetzt aussieht. Ich sag mal ja, ein paar Sachen kann man immer noch nacharbeiten, aber wäre schon mit seiner Arbeit zufrieden. Also ich bin so ein Typ, ich bin stets unzufrieden mit meiner Arbeit. Aber ich denke mal, jeder hat einen eigenen Anspruch. Ja. Und je nachdem, wo die Ansprüche sind, ja, ist vielleicht nicht immer das Beste, wenn man nicht zufrieden ist. Aber andererseits versucht man dann doch immer noch ein bisschen mehr zu machen und noch ein bisschen mehr zu machen. Das ist vielleicht am Ende gar nicht so schlecht, wenn jeder versucht, aus sich einfach nur das Beste rauszuholen. Ja. Gerade in der heutigen Zeit. Das stimmt, ja. Ja. Gebe ich dir zu 100% recht. Ja. Dann wollen wir rüberschieben? Ja. We'll be right back.
Auto im Ofen und wir gucken uns jetzt einmal die anderen Teile an. Fehlen noch Türen, fehlen noch die Kotflügel, genau. Die Frontstoßstange. Ja, und die kleinen Teile. Genau, und die ganzen kleinen Teile. Ja. Genau, kannst du ein bisschen was zu erzählen gerne? Ja, na hier, die Kollegin hat ja schon angefangen mit Schleifen und dann haben wir beim Schleifen, beim Schleifbild schon mitbekommen, dass der Kotflügel zum Beispiel eine Kante hat und dieser hier nicht mehr. Mhm. Ja, das ist halt das, was da halt auch am Auto so extrem aufgefallen ist. Ja, dass halt da Kanten da sind, dann doch nicht und naja. Und jetzt bei den Türen ist auch ein paar Sachen aufgefallen, weil du hast ja gemeint, die Dichtnähte reißen. Mhm. Ich bin hier beim Schleifen, gerade noch bei einer Tür. Das sind dann die Dichtnähte, die sich da rauslösen, die man kaum schleifen muss. Und wenn das sauber ist, sieht das dann ungefähr so aus. Und wenn man da reinschaut, sieht man da, wo die Durchschnittstellen sind, sind diese einzelnen Klebpunkte. Ja. Da ist ein Klebpunkt, da ist ein Klebpunkt, hier ist ein Punkt, hier hinten ist ein Punkt. Ja, stimmt. Aber halt nicht flächig. Und das ist das Problem gewesen, warum die reißen. Darum, wir öffnen das jetzt, machen den Spalt wieder ein bisschen größer, sag ich jetzt mal. Mhm. Versuchen das jetzt zu verfüllen mit einer extrem weichen, nicht flexiblen, aber auch keine harte Naht, sondern die geht so ein bisschen mit. Und damit einfach nur so tief wie möglich zu verfüllen, dass halt diese Reißerscheinungen nicht mehr auftreten kann. Ja, perfekt. Ja. Aber, also das heißt, das wird nur geöffnet oder erstmal komplett abgemacht und neu verklebt? Abgemacht nicht. Nee. Also das bleibt so. Es wird nur geöffnet, so wie hier, dass man so ein bisschen was hat, wenn man wirklich etwas reinbekommt, weil das sind jetzt schon so Millimeter, anderthalb Millimeter, mhm. Die kann man dann schon verfüllen. Also da ist schon ein bisschen Luft zum Verkleben. Okay. Genau, dann das heißt, du kümmerst dich dann jetzt noch liebevoll weiter um die anderen Teile. Und im neuen Jahr treffen wir uns wieder, weil dann geht es zum Lackier. Genau. Wenn alles fertig ist, wenn alles da vorne steht, alles sauber ist, durchgeschliffen ist, Farbe angerührt oder bestellt, dann geht's weiter.